Hallo zusammen, herzlich willkommen zu Stranded Deep. Nee, ich hab's nicht vergessen, dass ich sagte, wir starten am Morgen, aber... Och, ich will jetzt nicht länger warten, ich will los und machen wir das halt nachts. Da drüben ist zum Beispiel noch ein versunkenes Boot. Wir müssen auch genau in die Richtung. Allerdings sind meine Taschen jetzt voll, weshalb ich da jetzt nicht reingucken werde. Jetzt will ich da einfach nur mal rüber. Und ich habe gute Nachrichten. Nee. Ja doch, zu der müssen wir. Ich habe gute Nachrichten. Wir haben alles zusammen, was wir für ein Boot brauchen. Ich habe nämlich, ich dachte im Schiff in der letzten Folge, ich hätte eine Jerrycan aufgesammelt. Das sieht man viel besser im Dunkeln, ne? Finde ich. Das ist eigentlich keine so schlechte Idee, im Dunkeln mal nach Wachs zu gucken. Weil ich kann nichts aufnehmen. Gut, klar, ich könnte das Holz hier lassen, aber... also im Dunkeln möchte ich da jetzt auch nicht runtertauchen. Ich würde sagen, da können wir herkommen, wieder hinfahren mal. Und dann gucken wir uns das mal an. Könnten wir zum Beispiel... Musik. Und Hai, ne? Hai-Geräusch. War da ein Hai-Geräusch? Ich weiß es gar nicht. So, ein Pottel war darüber. Ich dachte, ich hätte einen Jerrycan aufgenommen. Das ist gar nicht so. Ich habe den Fuel Tank, also den Tank aufgesammelt. Eben gerade. Und der hat mir gefehlt. Man braucht nämlich insgesamt 6 Sachen, um das Boot zu, um den Motor zu bauen. Und die habe ich jetzt zusammen. Jetzt hoffe ich nur, dass ich meine Jerrycans wiederfinde. Jetzt kommt aber ein Hai. Hai im Dunkeln. Unschön. Keine Taschenlampe. Ich hoffe, ich finde nochmal eine Torch. Wäre ganz cool, wenn man die einfach mit R so... Vielleicht kann man dann ja dazu noch was in die Hand nehmen. Das wäre ganz cool. Wenn das gehen würde. Jetzt habe ich wieder nicht auf die Zeit geguckt, wie lange ich darüber rudere zu der Insel. Ich wollte doch versuchen, so mit ein paar Strichen auf dem DIN A4-Blatt die Gradzahlen mal aufzuschreiben. Und wenn man das dann wirklich wollte, könnte man das irgendwie mit einem Geodreieck richtig schön in die jeweiligen Winkel bringen. Und dann sagen, okay, 4 Minuten sind 240 Sekunden. Oh Gott, der ist Scheiße. Unangenehmer Zeitgenosse. Den wäre ich direkt drüber gefahren. Über die Flosse. Über die Rückenflosse. Dann wäre es das gewesen. Dann wäre ich auch ins Wasser gefallen. Das muss ich nicht haben. Naja, und dann, also mit dem Geodreieck die Gradzahl. Ne? Dann in die Richtung halt. Und... Nanu? Habe ich das Wrack hier draußen denn auch mitgenommen oder nicht? Nee. Nee, so weit draußen habe ich noch keinen Wrack bei mir mitgenommen. Hier sind ja 2. Ist doch hoffentlich bei mir. Ich will mal gucken, was ich jetzt genau hier in die Richtung... Oh, dann können wir ja gleich mal... Nee, so weit draußen habe ich noch keine Wracks bei mir mitgenommen. Aber garantiert nicht. Cool. Es lohnt sich im Dunkeln nach Wracks zu suchen. Ja, dann haben wir ja gleich eine Beschäftigung. Das ist ja geil. Das ist cool. Naja, und das Holz wollte ich allein mitnehmen, weil ich mir ja ein Raft bauen muss. Weil Jürgen lässt sich keinen Motor anhängen. Das geht nicht. Jürgen lässt sich keinen Motor anhängen. Das brauchen wir gar nicht zu versuchen. So, dann machen wir uns mal ein Raft. Wir haben hier doch einen Crude Hammer. Den nehmen wir mal in die Hand. Eine Windward Wall und eine Wall. 2 Palmwedel und 4 Sticks. 4 Sticks und 2 Palmwedel. Wow, das ist ja ganz anders. Ja, cool. Foundation. 8 Sticks. Ernsthaft? Echt? So viel waren das. Gut. Dann setzen wir die Foundation hier mal rein.
Ah, ich wollte sagen, jetzt hätte ich die fast vorher schon abgelegt. Das wäre nicht gut gekommen. Könntest du mal aufhören, so zu wackeln? Danke. Ich würde doch mal was probieren, ob man das nicht nochmal aufrüsten kann. Das hatte mir jemand geschrieben, weil es fällt nämlich richtig auf. Mal das mal mit. Es fällt ja richtig auf, dass man. Nee. Anscheinend, mein gut, vielleicht hätte ich jetzt noch Lashings gebraucht, aber ich glaube nicht, dass man das Floß weiter aufwerten kann. So, jetzt könnte es eigentlich mal tagsüber werden. Ne, ja, eine Bandage habe ich noch mitgenommen. So. Wie spät ist es denn jetzt? Okay. Was macht. Nee, das ist alles in Ordnung. Bandage lasse ich hier. Den Hammer brauche ich hier wohl. Ey, was mache ich denn? Wo sind meine ganzen Sachen? Hier. Das brauche ich alles. Und ich brauche einen Stick. Einen Stick brauche ich. An dem wird der Motor nämlich befestigt. So. Wir brauchen die Engine. Wir brauchen den Stick. Wir brauchen den Fuel Tank. Den Propeller. Den Karburator. Und ein Duct Tape. 1, 2, 3, 4, 5. Um 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und wie crafte ich mir denn jetzt? Wollt ihr mich veralbern? Das ist doch alles, was ich brauche. Die Engine, den Fuel Tank, den Propeller. Ein Karburator. Moment, jetzt wollen wir mal gucken. Also, ein Engine, ein Karburator, ein Propeller, ein Fuel Tank, ein Stick und ein Duct Tape. Ich würde sagen, ich habe alles. Warum kann ich damit jetzt nichts? Boatmotor. The player then only has to stand on the raft, click on the motor. Ach, wisst ihr was? Ich habe da so eine Idee. Ich muss das Ding am Floß bauen. Das könnte sein, dass das so ist. Weil da steht Storable, no. Das würde bedeuten, dass man den Motor nicht. Also, ich würde denken, dass man ihn nicht ins Inventar aufnehmen kann. Wenn ich den da baue. Da wird doch der Hund in der Pfanne verrückt. Okay. Cool. Das mal geil. Das ist mal spitze. So. Ich hatte doch Jerrycans, sonst muss ich mir wirklich nochmal alte Folgen angucken. Im Wiki steht, dass das Benzin sehr lange halten soll. Aber ich weiß nicht, wie aktuell der Eintrag noch ist. Ihr haut euch jetzt wahrscheinlich schon wieder mit der Hand vor die Stirn, weil ihr genau wisst, wo ich die Jerrycans habe. Ich weiß es aber gerade nicht. Mich würde nicht wundern, wenn ich die hier irgendwo hingepackt habe. Bucket Seawater. Ist noch mal ein Hai, hier ist noch eine Nuss. Ich würde jetzt mal behaupten, dass die hier auf dieser Insel sind. Die Jerrycans. Eigentlich sind die doch nicht zu übersehen.
Ja, da konnte ich jetzt vorher nicht nachgucken. Okay. Egal, klären wir ein andermal. Den Hammer lasse ich hier. Schwierig. Ich muss jetzt erstmal einen Screenshot machen. Von meinem niegelnagelneuen Außenborder. Nee, das machen wir am besten so, machen wir das am besten. Genau, das wird mein Screenshot. Ja, dann düsen wir doch mal raus, ne? Würde ich sagen. Das soll scheißend laut sein und es könnte sogar sein, dass man runterfällt. Ich weiß nicht mal, wie ich den bediene. Und mit dem Motor mit W, ne? Wie, was? Mit W? Ach, du Schande, ist der laut. Ich kann damit nur geradeaus. Das kann doch nicht. Okay. Boah, Schande. Da hat man aber echt das Gefühl, man hat da. Ich spreche jetzt mal ein bisschen lauter. Krass. So, ist das laut. Boah, krasse Sache. Ich will mal eben raustappen. Man kann ja jetzt das Fenster hier wieder schließen. Ich habe sonst überhaupt gar keinen Überblick, wie spät das ist. Das ist krass laut. Und das ist eine neue Art von Boot, die ich noch nicht kenne. Nee. Da mal vorsichtig rantasten hier. Aber jetzt mal schnell wieder nach oben. Ach komm, jetzt, ey. Da haben wir aber schon Schlimmeres mitgemacht, ne? Das ist ja eine neue Art von Boot. Cool. Nee, hier ist nichts. Also hier nicht. Oh, ey, da leidet man ja richtig mit. Junge. Was willst du denn noch? Was glaubst du, wie lange ich. Ja, eine Axt, die nehmen wir mal mit. Wir gehen mal wieder rauf, bevor er anfängt zu jammern. Ach, okay, das fand er doch noch nicht so schlimm. Na gut. Oh, jetzt muss ich aber schnell zurück. Oh, jetzt wird's hektisch. Komm, du hast ja noch nicht mal Leben verloren. Das klingt aber echt geil. Das klingt echt richtig geil. Ja, okay, gut. Ich weiß nicht, wie ich mich anhören würde. Also, ich möchte mit mir nicht tauchen gehen. Ne, hier ist nichts. Das ist bei neuen Schiffstypen, da muss man wirklich erstmal gucken. Ich habe das Gefühl, da könnte auch noch mehr drin sein. Also, es wäre schade. Für mich ist dieser Bootstyp neu. Insofern möchte ich mich ganz gern doch nochmal umgucken. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich irgendwas übersehen habe, ist ja relativ groß, ne? Ja, es ist ja gut. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Nee. Nee, 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 nee. Nee, hier ist nichts mehr. Okay. Gut. Dann mal wieder rauf aufs Los. Was denn? Schaffst es? So.
Da ist, ich würde sagen, das nächste Boot wird ja wohl dann. Na, da ist es. Moment, da können wir noch unser Paddel nehmen. Das ist gut. Das wollte ich eigentlich vorher probiert haben, ob man mit dem Floß, mit dem Motor, ob man das immer noch mit dem Paddel benutzen kann. Oder ob das zu schwer wird. Und dafür muss ich den Motor jetzt ja nicht anschmeißen. So, und dann haben wir auf alle Fälle einen Ersatz-Jerrycan. Das ist auch schon mal gut. Ach nee, wir haben einen Fuel-Tank. Das ist keine Jerrycan. Wow. Wie I feel ill. Warum? Nur wegen dem Fisch da? Das ist aber dunkel da unten. Das ist immer scheißend dunkel hier. Hier muss eine Kiste irgendwo sein. Wenn hier Blubberbläschen sind. Ich muss wieder nach oben. Das ist bedenklich tief. Das ist verdammt tief. Puh. Noch geht's. Nee, hier ist nichts zu sehen. Oh, ist ja nicht mal Zeit, dich umzugucken, großartig. Ich muss hoch. Nee, okay, schade, da ist nichts. Und zumindest nichts, was ich ohne Sauerstoff lasse begutachten könnte. Okay, pass auf, dann hatten wir doch noch ein anderes Wrack. Und zwar in Richtung 170, genau in die Richtung. Das ist die Insel, wo wir eben waren. Dann fahren wir noch mal in die Richtung. Ich bin da noch mal eben wieder. Ich bin da noch mal eben wieder leise. Bin entschuldigt. Kein Meter. Wir fahren zurück. Oder nicht ganz blöd. Ich habe auch nichts gesagt in der Zeit. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie laut das bei mir ist. Weil mein Headset hat keinen Lautstärkeregler. Ach, das ist doch kein Jerrycan. Ich bin ja schon wieder darauf reingefallen. Das ist, das habe ich eben schon gemerkt beim zweiten Tauchgang. Ich frage mich immer noch, wo ich die Jerrycans habe. Das frage ich mich wirklich. Nun gut. Aber das ist wirklich laut. Da muss ich mir was einfallen lassen. Da muss ich mir echt was einfallen lassen. Wir setzen uns hier. Damit ich mal nicht wissen, wie der jammert, wenn er Hunger kriegt. Wenn er jetzt schon sich beklagt. Ja, das kann ja was werden. Okay. Wir bauen zum Abschluss nochmal ein.
Echt, mir fehlen jetzt Palmwedel. Ich dachte, ich hätte hier genug. Windowed Wall. Die bauen wir uns mal. Und zwar, naja, normal, wenn hier das Bett steht, hätte ich hier lieber ein Fenster, aber kann ich mir jetzt nicht aussuchen. Dann machen wir hier eins ein. Kommt ja eh keiner vorbei, wenn wir reingaffen könnte. So sieht das dann aus. Okay, so habe ich mir das eigentlich auch vorgestellt. Ist eigentlich ganz nett. So langsam wird das ja was mit unserer Hütte hier. Ich behaupte, das regnet hier durch. Es könnte hier durchregnen, würde ich sagen. Tut es aber nicht, ne? Ne, optisch regnet es hier nicht durch. Optisch regnet es jetzt hier gerade auch nicht. Hat das denn vorher wenigstens optisch geregnet, oder? Ich habe doch auch schon eine Torch gehabt, oder nicht? Sag nicht, dass die Sachen durch den Boden verschwunden sind. Ich hatte zwei Taschenlampen. Und ich würde mal behaupten, da wo die Taschenlampen sind, ah, das ist gut. Da wo die Taschenlampen sind, werde ich auch meine Jerrycan finden. Hätte ich jetzt so mal im Verdacht. Jetzt muss ich mir wirklich alte Folgen von mir angucken, um das rauszukriegen, wo die Jerrycans sind. Das ist schwierig. Bleibt jetzt abzuwarten, ob wir... Ich habe den Stein gesehen, Ron. Ja, keine Angst. Den habe ich gesehen. Nee, muss ich gleich mal im Video gucken, wo ich die hingelegt habe oder wann ich die zuletzt gesehen habe. Irgendwo müssen sie sein. Ansonsten, ihr könnt mir das natürlich gerne in die Kommentare schreiben, aber bis ich die lese, werde ich die nächste Folge auch schon wieder aufgenommen haben. Echt jetzt? Der Regen setzt mir zu, oder was? Hallo? Ich bin Norddeutscher. Da setzt mir Regen nicht so schnell zu. Unglaublich. Zum Weichei. Na ja, gut, der steht halt nackt draußen, ne? Okay. Jo, dann machen wir in der nächsten Folge weiter. Und dann will ich mal gucken, oder mich mal versuchen, nochmal schlau zu machen, ob man jetzt ohne Neustart eine Chance auf die Seaforce hat oder nicht. Das weiß ich nämlich noch nicht genau. Oder wie weit ich raus muss, um welche zu finden, oder wie selten die überhaupt sind. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch da lasst. Wir haben wenigstens schon mal einen Motor, das finde ich schon mal richtig klasse. Und das war auch mein erklärtes Ziel hier. Fragt nicht, was da eben mit dem Hammer war. Ich weiß es auch nicht. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss.